Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Online-Lerneinheit zur Didaktik der Geometrie. Thematisch geht es diesmal zunächst um das Konstruieren, also dem wohl wichtigsten und für die Elementargeometrie spezifischen Verfahren. Dieser Teil nimmt daher auch gut zwei Drittel des Videos ein. Im zweiten Teil geht es dann um das Begründen und Beweisen. Dazu haben Sie schon etwas in den Grundfragen gehört, beziehungsweise werden das noch hören oder lesen auf jeden Fall auch noch etwas dazu in der Pflichtlektüre. Deswegen kann ich mich dort etwas kürzer fassen. Ich fange mal mit der Take-Home-Message an, also dem, was Sie auf jeden Fall behalten sollten. Bei jedem guten Vortrag soll man diese Message jedenfalls am Ende rüberbringen. Ich mache das jetzt direkt mal am Anfang. Also, Spoiler Alert. Beim Konstruieren geht es meiner Meinung nach um das regelgeleitete Herstellen geometrischer Modelle mit ausgewählten Werkzeugen. Bei dem wir uns mit den Regeln und den Werkzeugen so gut vertraut gemacht haben, dass wir uns zutrauen, Konstruktionen für die Lösung von Problemen, für das Ausmachen von Sachverhalten, also Sätzen, und für die Begründung dieser Sachverhalte, also Beweise, herzunehmen. Schauen wir uns zunächst das mit dem regelgeleiteten Herstellen mit ausgewählten Werkzeugen an. Bei den Werkzeugen kann man drei Gruppen bzw. Sichtweisen unterscheiden. Es gibt zunächst eine eher inklusive Sichtweise. Nach der gehört das Herstellen geometrischer Objekte mit ziemlich frei wählbaren Werkzeugen zum Konstruieren. Außer Geodreieck, Zirkel und Lineal zu verwenden, kann man da etwa auch Schnüre spannen, zum Beispiel im Geobrett, oder etwa Papier falten. Man kann auch eine eher traditionelle Sichtweise auf das Konstruieren haben. Es ist dann im Wesentlichen ein Hantieren mit Geodreieck, Zirkel und Lineal. Man kann schließlich eine noch exklusivere Sichtweise haben. Nach der gehört überhaupt nur das Hantieren mit Zirkel und Lineal zum Konstruieren. Wobei das Lineal auch gar keine Längenskala hat und eigentlich auch gar nicht das konkrete Hantieren mit physisch vorhandenen Geräten gemeint ist, sondern das rein in der Vorstellung stattfindende Nachdenken, wie sich welche Figuren mit perfekt oder ideal gedachten Werkzeugen prinzipiell herstellen lassen. Man kann sich dann fragen, welche Rolle diese drei Sichtweisen spielen. Mir scheint, die traditionellen Werkzeuge dominieren noch heute den regulären Unterricht. Sowohl die inklusive als auch die exklusive Sichtweise sind wohl eher das, was bei Hilbert Meyer Feiertagsdidaktik heißt. Sie werden von Fachdidaktikern sehr gelobt und dann gerne für Vorführstunden herausgeholt. Im Regelunterricht spielen sie aber eine eher untergeordnete Rolle. Das wird in gewisser Weise noch begünstigt dadurch, dass Didaktiker bisweilen sehr unentschlossen sind, ob denn nun unter Konstruieren nur das Operieren mit gedachten Objekten verstanden werden soll oder doch ein inklusives Verständnis gewählt werden soll. Das Inklusive nur als zu überwindende Vorform des Exklusiven zu betrachten, birgt dann wieder die Gefahr, dass es im Sinne der Mal-Bastel-Zeichen-Geo von den Lernenden als geometrisches Arbeiten gar nicht ernst genommen und mit dem Rest des Unterrichts in Verbindung gebracht wird. Zu meiner Schulzeit hätten wir damit die Werkzeuge bereits abgehakt. Schon zu meiner Studienzeit wurde dann technologieunterstütztes Konstruieren didaktisch thematisiert. Darunter fallen dynamische Geometriesysteme, kurz DGS, im Bild jetzt ausnahmsweise mal nicht GeoGebra, sondern Cinderella und Cabri 3D. Die würde ich als Steckenpferd der Didaktik bezeichnen. Seit mehr als 20 Jahren sind sie auf dem Markt. Hunderte, wenn nicht Tausende von Veröffentlichungen gibt es dazu. Viel mehr als etwa zum Schulbuch, das als Instrument im Unterricht weit häufiger und schon sehr viel länger eingesetzt wird. Zwischenzeitlich wurde auch mal Programmieren als Konstruktionsmöglichkeit diskutiert. Im Bild sehen Sie hier TIX, ein Modul für LaTeX. Vorteil ist da, dass man geometrische Objekte in einer Sprache beschreiben muss, die der Koordinaten- und Vektorgeometrie sehr ähnlich ist. Nachteil ist, dass die Sprache eben nur sehr ähnlich, aber nicht genauso ist wie die der analytischen Geometrie. Da kann man dann immer fragen, ob es sich lohnt, die zusätzliche Sprache der Programmierung auch noch zu lernen. Man muss aber sagen, im Grunde genommen steckt natürlich genau so etwas hinter allen dynamischen Geometriesystemen, ist dort nur durch eine grafische Oberfläche versteckt. Und dann gäbe es noch CAD und Vektorgrafikprogramme, die nicht speziell für Geometrieunterricht, sondern für technisches Zeichnen und für Grafikdesign gedacht sind.
Bild sehen Sie hier kostenlose Varianten, QCAD und Inkscape. Auch die werden in der Didaktik wieder eher stiefmütterlich behandelt, kommen aber zum Beispiel kurz in Gerd Kaduns und Rudolf Streffsers Didaktik der Geometrie Buch vor. Zurück zum grauen Schulalltag. Wie sieht denn so eine typische Konstruktionsaufgabe dort aus? Und inwiefern geht es dabei um regelgeleitetes Herstellen von Zeichnungen? Eine typische Aufgabe könnte so ausschauen. Wie würde man diese Aufgabe mit vertrauten Zeichengeräten lösen? Gut, das weitaus vertrauteste Zeichengerät für einen Schüler wird dann wahrscheinlich das Geodreieck sein. Ja, gut, jetzt sollen wir Seitenlängen 4 und 3 Zentimeter benutzen. Da fangen wir vielleicht mal mit den 4 Zentimeter an, ist ja sonst nichts weiter vorgegeben. So, jetzt müssen wir die zweite Seite konstruieren. Und da ist jetzt schon das erste Problem, Winkel ist da nicht angegeben. Jetzt könnten wir natürlich einfach einen Winkel von 90 Grad nehmen. In dem Fall wäre unser Parallelogramm auch ein Rechteck. Ja, da kann es jetzt sein, dass der Lehrer das nicht gut findet, wenn man so einen Spezialfall zeichnet. Ja, jetzt ist die andere Option, dann einen anderen einfachen Winkel zu nehmen. Ein anderer einfacher Winkel könnte zum Beispiel 45 Grad sein. Das ist dann genau in der Mitte zwischen 0 und 90 Grad und total unverdächtig. Gut, dann machen wir das mal. Also 45 Grad Winkel und 3 Zentimeter. So, jetzt haben wir auch Glück gehabt, weil bei 45 Grad landen wir auf jeden Fall auf einer irrationalen Koordinate. Da kommen wir also gar nicht in Versuchung, jetzt einfach mit dem Kästchenpapier weiterzuarbeiten, sondern müssen jetzt tatsächlich unser Geodreieck parallel zu der ersten Strecke zu liegen bringen. Okay, machen wir das mal. Schwupp und schwupp. So, jetzt könnten wir einfach wieder 4 cm abmessen und dann quasi die Enden der letzten und der ersten Strecke miteinander verbinden. Das machen wir aber jetzt nicht. Wir zeichnen absichtlich ein bisschen länger als 4 cm, weil jetzt können wir für die letzte Strecke, für die vierte Strecke, die machen wir jetzt parallel zu der zweiten Strecke. Und dann entsteht das nachher so schön als Schnittpunkt. Das wirkt dann besonders mathematisch. Okay, ich setze mal neu an. Einen Moment. Schwupp. Und jetzt von unten rauf. So. Und das sieht jetzt wirklich wunderbar schön aus, als hätten wir das auch wirklich konstruiert. Da wird der Lehrer zufrieden sein. Jetzt sagen Sie vielleicht, naja, der Fons, der albert da schon wieder herum. Aber wenn es um das regelgeleitete Herstellen geht, kann man didaktisch ganz ernsthaft zwei Arten von Regeln betrachten. Offizielle, die für den Umgang mit dem Geodreieck dann unter Umständen auch im Schulheft feierlich festgehalten werden, und implizite, die der Lernende erahnt, dadurch, wie die Lehrperson auf ihre oder seine Konstruktionsversuche reagiert. Solche impliziten Regeln sind eigentlich sogar besonders relevant, weil hier die Vorstellungen von Lehrpersonen und Lernenden weit auseinanderliegen können, was dann zu Konflikten und Problemen führen kann. Wir bleiben aber erstmal bei den offiziellen Regeln. Dazu gehört im Unterricht häufig, dass man Konstruktionsbeschreibungen anfertigt. Wozu die gut sind und was da hereingehört und was nicht, ist dann oft ein Streitpunkt. Lernende denken eher an das Ergebnis einer Konstruktion, also das Bild auf dem Papier. Und das passt halt halbwegs oder es passt halt nicht. Und dann soll auch mal gut sein oder eben auch nicht. Man kann aber mit guten Gründen hinterfragen, ob Bilder schon Konstruktionen sind. Kaduns und Stresser gehen etwa davon aus, dass jeder ein wenig geometrisch Gebildete dieses Bild für ein gleichschenkliges Dreieck halten wird. Ist es aber nicht. Die Seiten AC und BC sind nämlich nicht genau gleich lang. Die sehen nur so aus. Trotzdem könnte es das Ergebnis einer Konstruktion sein. Denn bei der Konstruktion käme es weniger auf, ich zitiere, Genauigkeit und Güte der Zeichnung an, sondern auf die, ich zitiere wieder, Genauigkeit und Güte der mit einer Zeichnung verbundenen Argumentation. Daher ist dieses krude Gekritzel eines Quadrats hier unter Umständen sogar eher als Bild zu einer Konstruktion geeignet. Denn der ein wenig geometrisch Gebildete erkennt, dass hier zwei Seiten gleich lang, markiert durch diese Striche, und drei Winkel rechte sein sollen, markiert durch diese Haken, was bekanntlich ein Viereck bereits zu einem Quadrat macht. Zu einer Konstruktion gehört daher immer auch, die mit der Zeichnung verbundene Argumentation offenzulegen, zum Beispiel in Form einer Konstruktionsbeschreibung,
Oder wenn ich die Konstruktion als so eine Art instruktive Bildfolge aufzeichne, was zum Beispiel dann wichtig ist, wenn die Lernenden sich sprachlich noch gar nicht so gut äußern können, also etwa in der Volksschule. Eine Konstruktion ist dann nicht einfach das resultierende Bild am Ende, sondern der ganze Prozess, den man auch als Programm auffassen kann. Hans-Georg Weigand und Matthias Ludwig definieren in Anlehnung an Gerd Holland ein Konstruktionsprogramm dann recht spröde mathematisch anmutend als ein Triple aus Ausgangskonfiguration, das ist eine Menge geometrischer Objekte und Beziehungen, das kann auch mal die leere Menge sein, wie etwa in unserem Beispiel, wo wir mit gar nichts angefangen sind, wo also am Anfang nichts am Blatt war. Dann haben wir zweitens Konstruktionsschritte, also gewisse Operationen, die man nach festgelegten Regeln mit festgelegten Werkzeugen durchführt. Schließlich haben wir eine Zielkonfiguration, die haben wir immer, und das ist wieder eine Menge geometrischer Objekte und Beziehungen, welche die Ausgangskonfiguration, so es die denn gibt, beinhaltet. Und wenn wir jetzt eher materiell denken, ist das eben das, was am Ende des Konstruktionsprozesses auf dem Blatt zu finden ist. Wir schauen uns das mal für ein typisches Problem an. Zu einer Gerade durch einen außerhalb der Gerade gelegenen Punkt soll eine Parallele gezeichnet werden. Puh, das war jetzt aber eher fix. Wir schauen uns das nochmal in Ruhe für Beispiel 1 an. Schritt 1. Markiere einen beliebigen Punkt und nenne ihn A. Schritt 2. Zeichne um A den Kreis mit dem Radius 4 cm, nenne ihn K1. Schritt 3. Markiere auf K1 einen Punkt, nenne ihn B. Schritt 4. Zeichne um B den Kreis mit Radius 3 cm, nenne ihn K2. Schritt 5. Markiere auf K2 einen Punkt, der nicht mit A und B kolinear ist, nenne ihn C. Schritt 6. Zeichne durch C die Parallele zur Geraden GAB, nenne sie A. Ja, okay, aber das ist jetzt lustig. Mit Zirkel und Lineal geht das in einem Schritt nicht. Wir machen das jetzt Gryffindor-Style. Auftritt Hermine. Accio Parallele. Okay, jetzt lasse ich die Albernheiten dann bleiben. Schritt 7. Zeichne durch A die Parallele zur geraden GBC, nenne sie B. Schritt 8. Zeichne den Schnittpunkt von A und B, nenne ihn D. Und schließlich Schritt 9, zeichne das Viereck. A, B, C, D. Okay, machen wir auch. Und damit sind wir fertig. Der etwas ernstere Hintergrund des Videos, wir sollten noch etwas dazu sagen, was Grundkonstruktionen sind. Das sind solche, die mit einem ausgewählten Gerät in einem einzelnen Schritt ausführbar sind. Mit Zirkel und Lineal sind das im Wesentlichen Kreise mit bestimmten, durch Punkte vorgegebenen Radien zeichnen, sowie Strecken, Halbgeraden und Geraden. Mit dem Geodreieck kann man auch Parallelen und Normalen in einem Schritt herstellen. Und außerdem kann man Winkel abtragen, indem man sie nämlich heimlich abmisst. Jetzt können Sie einwenden, Moment mal. Geraden und Halbgeraden zeichnen ist ein bisschen schwierig, weil die sind ja unendlich lang. Und Kreis mit Mittelpunkt A, Radius AB, haut auch nur hin, wenn der Zirkel sich überhaupt so weit öffnen lässt. Und dann Strecke, wenn da die Punkte zu weit auseinander sind. Da steht's aber auch deppert an. Weigand und Ludwig wischen diesen Einwand damit weg, dass sie zum exklusiven Standpunkt übergehen. Konstruieren sei eine Tätigkeit, die mit idealen Objekten nur in der Vorstellung operiert. Was da am Blatt passiert, sei eh nur eine Annäherung an die wahre Konstruktion. Das ist zwar ein eleganter Standpunkt, es ist aber fraglich, ob er für die Praxis des Konstruierens in der Schulgeometrie zutreffend ist. Realistischer erscheint mir ein Standpunkt, der gemäß Wittmanns Feststellung aus Lektion 1 geometrische Modelle
sowohl in ihrer praktischen als auch in ihrer theoretischen Natur ernst nimmt. Kaduns und Stresser finden einen solchen bei Parsys, der bei Konstruktionen zwei Ebenen unterscheidet. Einerseits die Zeichnung als konkret materielle, visuelle Darstellung geometrischer Objekte, also das reale Objekt am Blatt mit all seinen kleinen oder großen Unzulänglichkeiten. Andererseits die Figur als das perfekt gedachte System der Beziehung zwischen den Elementen einer geometrischen Konfiguration, also das ideale, bloß gedachte bzw. zu einer konkreten Zeichnung hinzugedachte Objekt samt seiner ganzen Entstehungsgeschichte, also dieser Konstruktionsreihenfolge oder dem Programm, was da abgelaufen ist. Das geometrische Modell, also das, was durch die Konstruktion hervorgebracht wird, ist dann meines Erachtens beides zusammen. Zeichnung samt Figur. Ich will das auch kurz küchenphilosophisch begründen, weil ich hier eh schon wieder an meinem Esstisch sitze. Auch mit Modellen hatten wir uns schon in den Grundfragen des Mathematikunterrichts beschäftigt. Und ich hatte da auch schon problematisiert, dass es jetzt zum Beispiel bei diesem Modellierungskreislauf irgendwie ein bisschen schwierig ist, dass da Realität und Mathematik so völlig getrennt sind, weil man kann sich schon fragen, ob Mathematik nicht auch irgendwie Teil der Realität ist. Ich teile das jetzt mal ein bisschen anders auf und sage auf der linken Seite Welt um uns herum und auf der rechten Seite Welt in unseren Köpfen. So, jetzt ist immer noch fraglich, ist die Mathematik dann eigentlich nur in unserem Kopf? Zumindest in dem Sinn, dass wir in der Mathematik es in der Regel mit abstrakten Sachverhalten zu tun haben, die so nicht direkt den Sinnesorganen zugänglich sind. Eine 4 können wir eigentlich nicht so direkt sehen. Jetzt können Sie einwenden, naja, ich kann ja eine Gruppe von 4 Personen sehen, hier zum Beispiel 4 Erwachsene oder 4 Kinder oder vielleicht 2 Kinder und 2 Erwachsene, das sehe ich alles als 4. Aber das ist dann doch relativ abstrakt, weil ich sehe von den Eigenschaften hier ziemlich weit ab. Ich achte zum Beispiel nicht darauf, dass es in einem Fall Kinder, in einem Fall Erwachsene, in einem Fall gemischt ist und dass da auch Männlein und Weiblein dabei sind. Und außerdem könnte ich dasselbe ja auch noch für 4 Gebäude machen und da würde ich jetzt auch nicht darauf achten, dass die Gebäude eigentlich unterschiedlich aussehen. Und es geht ja noch weiter, ich hätte die 4 dann auch noch als Maßzahl. Trotzdem ist es fraglich, ob die 4 da wirklich nur auf die eine Seite gehört, beziehungsweise ob die Mathematik da nur auf die eine Seite gehört. Man kann das auch so sehen, dass die Mathematik an der Schnittstelle von der Welt um uns und der Welt in unseren Köpfen ist. Insbesondere deswegen, weil man doch relativ schnell hingeht und die Mathematik wieder zu Papier bringt, ihr also wieder eine neue Realität verschafft, in Form von Zeichen auf dem Papier, mit denen dann eben auch operiert wird, ganz händisch und konkret. Und so ähnlich würde ich das für geometrische Modelle sehen. Die sind auch genau an der Grenze zwischen der Welt um uns herum und der Welt in unseren Köpfen. Und zwar in dieser Doppelfunktion, dass wir dann an der Welt um uns herum sehen wir halt die Zeichnung und in der Welt in unseren Köpfen ergänzen wir dazu die Figuren. Machen wir mal ein Beispiel. Sie könnten zum Beispiel hier im Dom zu Hildesheim stehen. Von diesem Dom gibt es auch einen Grundriss. Und wer diesen Grundriss gezeichnet hat, beziehungsweise konstruiert hat, der hat sicher auch ideale Figuren im Kopf gehabt. Zum Beispiel hier dieses Quadrat, was Sie da sehen. Das ist ja nicht zufällig da, sondern da hat jemand an die ideale Figur gedacht. Und die ideale Figur, das ist dann eben das Quadrat, als Summe seiner ganzen Beziehungen, also etwa welche Seiten da parallel sind, welche Seiten normal zueinander stehen, welche Seiten gleich lang sind und vielleicht auch noch welchen Flächeninhalt das hat. Also nochmal, das geometrische Modell, das sehe ich an der Schnittstelle von der Welt um uns herum und der Welt in unseren Köpfen. Und zu dem geometrischen Modell gehört sowohl die Zeichnung als Realisierung auf dem Papier als auch die Figur, die wir uns dazu denken. Das war jetzt ganz schön deep und auch eine Menge Input. Da scheint es doch angeraten, dass Sie sich mit ein paar Verständnisfragen beschäftigen.
Willkommen zurück und weiter im Text. Wozu braucht man das? Konstruktionen lassen sich einerseits als Existenzbeweise für bestimmte Objekte lesen und verstehen. Und Konstruktionen spielen eine hervorragende Rolle bei der Entdeckung bzw. Einführung neuer Begriffe und Verfahren. Ich fange mal mit dem zweiten Punkt an. Kaduns und Stresser geben ja ein Beispiel. Die traditionelle Konstruktion von Parallelen zu einer gegebenen Gerade durch einen weiteren Punkt. Und das hatten wir schon in diesem Banjo-Video. Die kann man nicht nur zur Einführung dieses Verfahrens benutzen, sondern auch als Anlass zu der Erkenntnis nehmen, dass das doppelte Orthogonalstehen automatisch die Parallelität von Geraden erzwingt. Sie zeichnen da ja einmal normal auf die eine Gerade und dann wieder normal auf die andere Gerade und dann hoffen Sie, dass Sie etwas Paralleles haben. Man kann das auch noch verallgemeinern. Das heißt, man kann sich Aussagen über kongruente und zu 180 Grad ergänzende Winkel anschauen, die an geschnittenen Parallelen auftreten. Das mit den Existenzbeweisen als zweite Funktion, also dass ich zum Beispiel sage, es gibt gleichschenklige Dreiecke, weil ich kann sie mit Zirkel und Lineal konstruieren, das führt uns dann zu unserem zweiten Thema, dem Beweisen und Begründen. Ich will auch diesen Teil wieder mit der Take-Home-Message beginnen. Beim Begründen und Beweisen geht es im Unterricht darum, Zusammenhänge zwischen geometrischen Objekten, Operationen und deren Eigenschaften und Beziehungen als Sachverhalte auszumachen. Und insbesondere geht es darum, dass wir bereits verstandene, als sinnfällig und gültig akzeptierte Sachverhalte und Zusammenhänge als Erklärung benutzen wollen für neue, zunächst einmal überraschende oder noch nicht so gut verstandene Sachverhalte und Zusammenhänge. Klingt eigentlich ganz gut, trotzdem liegt da im Unterricht bisweilen einiges im Argen. Einerseits werfen verschiedene Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker der sogenannten herkömmlichen Unterrichtspraxis vor, dem Argumentieren und Begründen zu wenig Raum zu geben. Und andererseits bemängeln sie, dass Lehrpersonen sich bisweilen zu stark auf ein ganz bestimmtes, sehr enges Beweisverständnis versteifen würden. Was steckt hinter diesen Beurteilungen? Fangen wir mit dem zu engen Beweisverständnis an. Viele, auch angehende Lehrpersonen, haben ein idealistisch absolutes Beweisverständnis. Sie sehen sich als Verkündiger ewiger Wahrheiten, die durch ewig und unabhängig von dem Menschen gültige Beweise abgesichert werden. Interessanterweise tendieren forschende Mathematikerinnen und Mathematiker, jedenfalls dann, wenn man sie dazu befragt, eher zu einem sozial-relativistischen Beweisverständnis. Etwas wird von Mathematikerinnen und Mathematikern erst als Beweis erachtet, indem es von einem Gegenüber, beziehungsweise besser von der Gemeinschaft der Forschenden überhaupt, als solcher Beweis akzeptiert wird. Man kann sich jetzt fragen, wie kommt so ein Mismatch eigentlich zustande? Thomas Jahnke erklärt das einerseits damit, dass die Lehre besagter Mathematikerinnen und Mathematiker offenbar doch den Eindruck der ewigen Wahrheitssicherung durch Beweise vermittelt, bei denen kaum einer der Studierenden überhaupt eine Chance hat, etwas zu verstehen. Und wer mag es dann den Lehrpersonen übel nehmen, wenn sie sich selbst dann auch wieder als Verkündiger ewiger Wahrheit in der Schule gerieren? Eng damit hängt zusammen, dass viele Studierende und Lehrpersonen Beweise eben nur als Mittel der Wahrheitssicherung begreifen, also Beweisen nur eine Verifikationsfunktion zugestehen. Viele Lernende entwickeln im Unterricht aber gar kein Verifikationsbedürfnis. Die vertrauen eh ganz brav dem, was die Lehrperson sagt oder was im Schulbuch steht. In der Tat konnte Thomas Bardi in einer jüngeren Untersuchung feststellen, dass es zwar in etwa der Hälfte der von ihm beobachteten Unterrichtszeit um die Sicherung der Gültigkeit mathematischer Aussagen ging, aber nur in 4%, also weniger als einem Zehntel, ja sogar weniger als einem Zwanzigstel dieser Situation, wurde die Gültigkeit durch Argumentieren und Begründen abgesichert. In allen anderen Situationen wurde einfach angesagt oder im Buch nachgeschaut, was gelten soll, das nennt man Konvention, oder es wurde gemeinsam festgelegt, was gelten soll, also Konsens.
Das steht nun im krassen Gegensatz zu den Funktionen, die man in der Fachdidaktik mit Beweisen verbindet und die auch Teil der Grundfragen des Mathematikunterrichts sind. Ich werde die daher jetzt auch nicht alle nochmal vorlesen, sondern nur sagen, dass die Erklärungsfunktion die für Unterricht zentrale ist. Im Unterricht soll jeder Beweis auch erklären, warum eine Aussage gilt. Wobei Beweise, also Begründungen, durch Schlüsse Sachverhalte im Grunde immer nur im Sinne von Einordnung und Systematisierung, und zwar nur in diesem Sinne erklären. Also dadurch, dass man Aussagen mit anderen Aussagen in einen hoffentlich zwingenden Zusammenhang bringt. Gut, jetzt gilt ja das Motto Show, don't tell, also machen wir ein Beispiel. Für Sie jetzt eher nicht verblüffend, stimmen im gleichschenkligen Dreieck auch die entsprechenden Winkel überein, die mit der dritten Seite eingenommen werden. Sie nennen die dann auch Basiswinkel, aber das tut ja eigentlich wenig zur Sache. Man kann diesen Sachverhalt jetzt auch noch als Wenn-Dann-Aussage ausdrücken. Wenn ein Dreieck zwei gleich lange Seiten hat, dann stimmen die entsprechenden Winkel überein. Da merkt man halt etwas besser, wo man von ausgehen darf. Ich habe ein gleichschenkliges Dreieck, also die blauen Strecken sind gleich lang. Und was man erst noch zeigen soll, die gleichen Winkel in der Zeichnung hier rot, das ist eben bislang nur eine Vermutung. Schauen wir mal, dass wir das bewiesen kriegen. Also, nullter Beweisversuch. Variante 1, das sehe ich eh. Variante 2, ich messe das an einigen gleichschenkligen Dreiecken oder moderner, an einem veränderlichen gleichschenkligen Dreieck in einem DGS nach und dann bin ich eh davon überzeugt. Bei Ihnen regt sich jetzt vermutlich Protest. Das sind doch keine Beweise. Tja, jetzt bräuchten wir irgendwie Normen für Beweise, und zwar solche Normen, die nicht nur für die Uni, sondern eben auch für die Schule was taugen. Ich führe mal zwei Begriffe ein, die uns da helfen können, die beide etwas Ähnliches, aber leicht Verschiedenes meinen. Da ist zunächst der sogenannte Evidenzbereich. Als Evidenzbereich bezeichnet der Mathematikdidaktiker Johannes Kratz die Gesamtheit aller unmittelbar einleuchtenden Sachverhalte und Aussagen, die daher auch nicht weiter hinterfragt werden. In unserem Beispiel gehört in Variante 1 die Aussage zu den gleichen Winkeln im gleichschenkligen Dreieck einfach schon zum Evidenzbereich der Person, die das ausspricht. So ein Evidenzbereich ist dann aber nicht nur individuell verschieden. Er verändert sich auch im Laufe der geistigen Entwicklung und zwar im Sinne einer Reduzierung zugunsten einer kritischer werdenden Betrachtungsweise. Das heißt also, gestern habe ich das mit die Winkel noch geglaubt, jetzt will ich es genauer wissen. Für den Geometrieunterricht bedeutet das, dass Schüler und Schülerinnen den Beweis eines geometrischen Satzes erst dann Verständnis entgegenbringen können, wenn dieser Satz außerhalb ihres Evidenzbereichs liegt. Okay, Beweis 0, Variante 1 wäre dann kein Beweis, der Satz liegt einfach im Evidenzbereich. Ist das jetzt tragisch? Nach Kratz stellt sich die Frage, wie der Evidenzbereich eines Schülers oder einer Schülerin, der zunächst durch ein naiv geometrisches Weltbild geprägt ist, so reduziert werden kann, dass nicht nur super verblüffende Sachverhalte als beweisbedürftig erscheinen. Das ist ja ganz nett, aber wie rennt das jetzt genau ab? Und was ist denn jetzt ein Beweis? Schauen wir also nochmal woanders. In dem Buch Mensch und Mathematik von Roland Fischer und Günther Malle, beide waren damals an der Universität Klagenfurt tätig, gibt es einen vergleichbaren Begriff Argumentationsbasis. Zunächst halten beide, also Fischer und Malle, fest, dass man, wenn man eine Aussage Alpha durch Schlüsse begründen will, in der Regel erst einmal Aussagen Beta, Gamma und so weiter braucht, von denen auf die Richtigkeit von Alpha geschlossen werden kann. Das war für mich im Studium damals ein ganz schön harter Brocken. Du denkst dir ja eher, in Mathe, da kannst du eh alles beweisen. Muss immer schon etwas da sein, von dem man ausgeht. Und das ist ja dann gerade nicht bewiesen. Da wirst du auch nicht fertig,
Das geht sonst immer so weiter. Eine Menge von Aussagen, die als richtig angesehen werden, soll zusammen mit den Schlussweisen, die man als zulässig anerkannt hat, als Argumentationsbasis bezeichnet werden. Okay, passt. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, eine Argumentationsbasis hat man zwingend auch in der Universitätsmathematik. Die Axiome, die Sie da am Anfang von Lineare Algebra 1 oder Analysis 1 kennenlernen, sind nämlich genau solche Aussagen. Und die Aussagenlogik, die Sie da oder im Vorkurs oder vielleicht auch in der elementaren diskreten Mathematik kennengelernt haben, das sind genau die zulässigen Schlussweisen. Schließlich, eine Begründung aufgrund einer vorgegebenen Argumentationsbasis wird von Fischer und Malle als Beweis bezüglich dieser Argumentationsbasis bezeichnet. Das ist jetzt wirklich entscheidend. Beweise gibt es grundsätzlich nur relativ zu einer Argumentationsbasis. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Forschung, Uni und Schule, was das Prinzipielle angeht. Sondern eben nur dadurch, dass man, je weiter man in der Mathematik kommt, zunehmend bemüht ist, eine möglichst kleine Argumentationsbasis zu haben, damit man möglichst viel nicht einfach für evident halten muss, sondern durch Schlüsse auf die anderen Aussagen, die man eben dann doch glauben muss, zurückführen kann. Kommen wir nochmal zum nullten Beweis zurück. In Variante 1 gehört nun wieder die Aussage über die Winkel, die da gleich sein sollen, direkt zur Argumentationsbasis. Da gibt es dann nichts zu beweisen. Kann man schade finden. Man muss aber auch sagen, bei Euklid in den Postulaten zum Beispiel, wenn ich jetzt an Euklids Elemente, dieses älteste Buch zur Geometrie denke, da steht in den Postulaten und Axiomen auch Dinge drin, die jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlicher sind als die Aussage, um die es hier geht. Also okay, kann man so spielen, aber das ist kein Beweis. Variante 2. Da gehört die Aussage selbst jetzt nicht zur Argumentationsbasis. Zur Argumentationsbasis gehört hier vor allem die Überzeugung, dass man Dinge, die man an hinreichend vielen Beispielen durch Messen überprüft hat, damit dann als richtig ansehen kann. Das ist im Grunde genommen problematischer als die erste Variante. Denn auf eines wird in der Mathematik viel Wert gelegt, auf die Zuverlässigkeit der Schlussweisen. Und so ein Austesten an Beispielen ist problematisch, weil das kann auch nach hinten losgehen. Trotzdem finden solche Argumentationen, wie sie hier stehen, natürlich tagtäglich im Unterricht statt. Und um sich erstmal zu überzeugen, dass eine Aussage überhaupt richtig ist, ist so ein Ausprobieren ja auch total okay. Nur, warum da jetzt die Winkel gleich groß sind, das wissen wir dann immer noch nicht. Also Erklärungsfunktion hat dieses Abmessen nicht. Also neues Spiel, neues Glück. Wir versuchen es mal mit einer Konstruktion, und zwar mit inklusivem Werkzeug. Wir falten Papier. Der Beweis ist jetzt relativ kurz und schmerzlos. Wenn Sie mitfalten wollen, Sie brauchen ein Stück Papier. Das muss auch gar nicht unbedingt quadratisch sein. Auf jeden Fall werden wir das jetzt in der Mitte falten, und zwar so, dass die beiden Ecken wieder aufeinander kommen. Also genau so, ich falte das hier rüber, so, dass das wunderbar zur Deckung kommt. So, was mache ich jetzt als nächstes? Naja, als nächstes suche ich mir jetzt irgendeine Stelle aus hier auf der Kante, wo ich hereinschneide. Das ist eigentlich völlig egal, wo ich das mache. Da werde ich jetzt abschneiden. So, jetzt habe ich abgeschnitten. Da entsteht so ein rechtwinkliges Dreieck, logischerweise. Und jetzt klappe ich das auf. Und da habe ich jetzt mein gleichschenkliges Dreieck. So, jetzt ist das aber so, ich habe das ja gerade geklappt gehabt. Da lagen die beiden also übereinander. Die beiden Dreiecke sind also kongruent. Wenn ich das aufklappe, ist das jetzt gleichschenklich. Und natürlich ist andererseits auch klar, dass alle Winkel, die da in diesen beiden Teildreiecken auftauchen, ich gehe nochmal wieder zurück, die sind natürlich auch gleich groß, also sind insbesondere auch die beiden Winkel unten, also die Basiswinkel, gleich groß. Und das ist ja genau die Aussage, die wir auch haben wollen. Jetzt kommt Ihnen das vielleicht nicht mathematisch genug vor, weil
Ich habe ja keine Punkte eingezeichnet, ich habe da keine Symbole hingemalt. Das ist aber trotzdem ein Beweis. Die Argumentationsbasis besteht hier im Wesentlichen darin, dass Figuren und Figurenstücke, die beim Falten vom Papier zur Deckung gebracht werden, notwendig deckungsgleich, also kongruent sind. Und das ist ein so ursprüngliches Verständnis von Kongruenz, ohne dass man sowieso nicht auskommen wird. Und wenn Sie nicht falten mögen, dann könnten Sie dasselbe Spiel mit einer Achsenspiegelung eines rechtwinkligen Dreiecks machen. Das läuft auf exakt dasselbe hinaus. Aber ich will ja nicht so sein. Machen wir also zum Abschluss auch nochmal so einen ganz klassischen Kongruenzbeweis. Okay, wir haben das jetzt mal mit bloß gedachtem Zirkel und Lineal konstruiert. Wie tun wir jetzt weiter? Wir borgen uns mal die Faltkante vom ersten Beweis als Hilfslinie aus und wir tun mal so, als läge die auf der Streckensymmetrale, dann würde nämlich schon alles passen. Dreieck AMB und Dreieck MBC sind kongruent nach Seite-Seite-Winkelsatz, weil die haben ja MABC als Strecke gemeinsam und BC und AC sind ja nach Voraussetzung gleich lang, ist ja ein gleichschenkliges Dreieck. Und außerdem haben die noch den rechten Winkel gemeinsam, der da unten bei dem MAB liegt. Ich habe ja gesagt, das ist die Streckensymmetrale. Ja, und Seite-Seite-Winkelsatz, da muss man auch immer gucken, ist das auch der größte Winkel, wo ich die Seite weiß, die da gegenüber liegt? Ist aber kein Problem, weil wenn ein Winkel 90 Grad ist in so einem Dreieck, dann ist das schon der größte Winkel. Da kann man jetzt noch fragen, woher weiß ich eigentlich, dass MAB bis C die Streckensymmetrale ist? Da könnte ich antworten, ich habe den Mittelpunkt der Strecke AB hergenommen und mit dem Punkt C verbunden. Der Mittelpunkt muss sowieso mal auf der Streckensymmetrale liegen. C muss aber auch auf der Streckensymmetrale liegen, weil die blauen Strecken, die sind da ja gleich lang, also ist A genauso weit von C entfernt, wie B von C entfernt ist. Und alle Punkte, die von C gleich weit entfernt sind, müssen alle auf der Streckensymmetrale liegen. Wenn ich also eine Verbindungsgerade zeichne von C runter zu MAB, dann habe ich auf jeden Fall automatisch die Streckensymmetrale. Oder ich kann auch anders rangehen und sage, wenn ich den Mittelpunkt von AB mit C verbinde, dann haben die beiden Dreiecke schon mal die Strecke MAB gemeinsam. Außerdem sind die blauen Strecken ja gleich lang. Und weil das da unten der Mittelpunkt ist, sind auch A, MAB und MABB gleich lang. Dann hätte ich, dass die beiden Teildreiecke wegen Seite, Seite, Seite kongruent sind. Und auch dann müssen die roten Winkel gleich sein. Und übrigens, Spoiler Alert, MABC liegt dann auch noch auf der Winkelsymmetrale. Weil die beiden Winkel oben bei dem C, die sind natürlich auch gleich groß, weil die beiden Teildreiecke sind ja kongruent. Haben wir also aus Versehen sogar noch mitbewiesen, dass in gleichschenkligen Dreiecken die Streckensymmetrale der Basis die Winkelsymmetrale von dem Nicht-Basiswinkel ist. Das haben wir übrigens bei dem Faltbeweis auch mitbewiesen, habe ich da nur nicht so drauf hingewiesen. Schauen wir uns also die beiden Beweise nochmal im Vergleich an. Faltbeweis hat schon mal den Vorteil, dass die Argumentationsbasis eigentlich relativ schlank und eingängig ist. Wir müssen glauben, dass Figuren, die deckungsgleich sind, kongruent sind und das ist ein elementares Kongruenzverständnis, ohne dass man gar nicht auskommt. Der zweite Beweis ist etwas anspruchsvoller. Da braucht man wenigstens die Kongruenzsätze und unter Umständen auch noch die Eigenschaften der Streckensymmetrale. Bei der Aufdeckung von Zusammenhängen steht es gewissermaßen unentschieden. Da ist bei beiden ziemlich Ähnliches im Angebot. Schauen Sie mal selbst. In beiden Fällen ist es außerdem so, dass wir durch den Beweis der Aussage, die wir eigentlich beweisen wollten, auch noch mitbekommen, dass da die Faltkante bzw. die Hilfslinie, die wir gezeichnet haben, gleichzeitig Winkel- und Streckensymmetrale ist. Also im Grunde genommen haben wir direkt den nächsten Satz gefunden, ja, haben ein Korollar gefunden und auch gleich noch mitbewiesen. Man kann bei den beiden Beweisen einwenden, du hast das aber alles an einem einzelnen Bild bewiesen. Ist es da nicht doch viel besser, wie in Beweis 0, möglichst viele Beispiele anzuschauen?
Da ist insofern etwas dran, als viele Lernende eine Reihe von Beispielen durchaus überzeugender finden können als Beweise wie den Faltbeweis oder den Kongruenzbeweis. Der entscheidende Unterschied zwischen Beweis 0 auf der einen Seite und Beweis 1 und 2 auf der anderen Seite ist, dass wir bei Beweis 1 und 2 die Bilder wirklich als Figuren gelesen haben. Also nur auf in die Konstruktion eingegangene geometrische Beziehungen uns bezogen haben. Die Zeichnung oder Faltung selbst wird dabei zwar zum Auffinden neuer Beziehungen und Zusammenhänge genutzt, der Beweis erfolgt aber in beiden Fällen dadurch, dass wir die neuen Eigenschaften aus den alten Eigenschaften als zwingend herleiten. Beim Faltbeweis dadurch, dass wir die Deckungsgleichheit der Gesamtfigur als zwingend für jeden gleichwertigen Faltvorgang annehmen dürfen. Und bei dem zweiten Kongruenzbeweis dadurch, dass wir die Kongruenz der Teildreiecke aufgrund der Kongruenzsätze für jedes gleichseitige Dreieck in gleicher Weise herleiten könnten, das genauso konstruiert worden wäre. Und das ist dann qualitativ tatsächlich beides etwas ganz anderes, als wenn wir in konkreten Zeichnungen einfach etwas nachmessen, weil unser Argument eben gar nicht mehr von der ganz konkreten Zeichnung abhängt. Zum Schluss dann vielleicht noch ein Wort der Warnung. Es ist in der Tat entscheidend, Zeichnungen bei Beweisen immer ein Stück weit zu misstrauen, insbesondere solchen, die man gar nicht selber konstruiert hat, für die man also auch nicht sagen kann, wie genau die zugehörige ideale Figur aussieht. Wenn Sie mir das nicht glauben, schauen Sie sich mal das Bild hier an. Das ist vor einigen Jahren durchs Internet kursiert. Mittlerweile gibt es da sogar was zu in Wikipedia, deswegen darf ich das nicht mehr als Übungsaufgabe stellen. Vermutlich war da übrigens kein Native Speaker am Werk, denn From Where Comes This Hole? Das klingt doch eher denglisch. Und wenn Sie mit dem Staunen jetzt fertig sind, dann gibt es hier noch wieder den Abschlusstest und den Abspann. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Hausübung.